Wissenschaftler von der Universität Westengland haben eine ungewöhnliche Methode entwickelt, wie man sein Handy aufladen kann. Menschlicher Urin biete bei entsprechender Anwendung genügend Strom für die Batterien, sagen die Forscher. Dazu haben sie mikrobielle Brennstoffzellen entwickelt, in denen organisches Material von Bakterien in Elektrizität umgewandelt wird. Der Treibstoff stammt bisher von ausgewählten Labormitarbeitern und wird auf den Toiletten der Einrichtung gesammelt. Man habe auch andere Stoffe getestet, sagt Projektleiter Ioannis Hieropoulos, aber Urin sei besonders geeignet. Es ist das beste Mittel. Die Leitfähigkeit, Urin ist ein Elektrolyt, der pH-Wert, den Urin hat, auch die mikrobiologischen Fähigkeiten, um das organische Material zu nutzen, all das macht es zu einem sehr guten Treibstoff. Altogether, it's a much better fuel. Noch ist die Methode nicht marktreif, aber die Forscher planen, in 3 Jahren spezielle intelligente Toiletten entwickelt zu haben, in denen die Handys dann aufgeladen werden können. Bis dahin sollen auch die Brennstoffzellen mehr und schneller Strom erzeugen können.